So kann es einfach nicht enden. Ich habe gesehen, was passiert ist. Und ich weiß, dass beide Wege nichts für mich sind. Und ich weiß, dass ich halb tot bin um mich. In vielen Situationen. Kaum etwas kümmert, kaum etwas juckt. Aber immer noch besser, als ganz tot zu sein. Immer noch besser, als nicht das zu schaffen, was mein Ziel war. So weit gekommen und dann doch so kurz davor gescheitert. Das nur, weil mein kalter Zorn die Überhand genommen hat. Ich darf das einfach nicht zulassen. Ich muss weitermachen und mich dafür entschieden für den Weg Nummer 2. Auch wenn ich davon nicht viel Halt habe. Gut, vielleicht kann ich es auch nicht vergleichen mit Wegen aus einer anderen Matrix. Einer Matrix, die sich so echt anfühlt. Einer Matrix, die ich dachte zu kennen. Eine Matrix, die hier keine Rolle spielt. Vielleicht ist diese Entscheidung schlimmer als der Tod, aber ich werde es wohl riskieren. Ich werde mich für die zweite Option entscheiden. Vielleicht werde ich dann glücklich sein. Ja, und mit diesen Worten, willkommen zurück. Oder so. Warum, wieso, weshalb? Na gut, schauen wir es uns an. So. So. Ja, und zwar habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, wenn mein Name im Spiegel geredet hat, ne, sich selber, so wie ich das auch in Real Life ab und zu mache. Und zwar hat meiner in die Zukunft geschaut, zusammen mit dem Reaper, zusammen mit Patchy, denn es war die Idee vom Reaper. Und mein Char hat gesagt, eigentlich höre ich mir nicht mal an, was du zu sagen hast, aber in dem Punkt sollte ich das vielleicht. Und der Reaper hat mir gezeigt, zwei Wege gezeigt, was passieren kann. Weg Nummer 1, Weg Nummer 2. Und Weg Nummer 1 haben wir alle gesehen. Denn es war das, in Anführungszeichen, Ende der No Money Challenge. Es war das Bad Ending. Und jetzt schauen wir uns das vielleicht Good Ending an. Denn, naja, ich sag mal so, ich war am Überlegen, tatsächlich die Challenge ruhen zu lassen, aber dachte ich mir, so kann es nicht enden. Es kann nicht so enden, wie es geendet hat. Und deswegen nennen wir es einfach Bad Ending. Und jetzt schauen wir uns das andere Ende an, was der Sensenmann mir gezeigt hat, durch die in die Zukunft schauen. Und eigentlich hatte ich das so geplant, dass ich schon auf den Stühlen sitze, nachdem einer am Spiegel war. Aber es hat nicht ganz hingehauen. Und eigentlich sollte auch Nummer 2 hier noch vom Reaper mit dabei sein. Aber so ist es vielleicht auch besser, dass hier Patchy mit dabei ist, dass der Reaper mit dabei ist, dass meiner mit dabei ist. Und die haben alle drei in die Zukunft geblickt. Der Reaper hat mir Nummer 1 gezeigt, aber auch Nummer 2. Also mein Char weiß, was passieren wird. Hint. Türchen Nummer 2 sozusagen. Und ja, deswegen werden wir jetzt ohne weiterem erstmal allerdings weitermachen wie gehabt. Meiner wird erstmal das machen, was er tun sollte und tun will. Denn naja, auch wenn er weiß, wie Dings Nummer 2 aussieht, er muss trotzdem noch ein bisschen was tun, bevor wir sehen, was da passieren wird. Und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ich denke, das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, bezüglich der No Money Challenge, sie doch nicht enden zu lassen, weil das Ende, das wäre shitte. Das war shitty. Und so shitty kann ich die Challenge nicht enden lassen. Das kann ich einfach nicht. Weil dafür ist die mir zu sehr ans Herz gewachsen. Und ja, wir werden sehen, was noch. Ach so, nein, warte mal. Warte mal, warte mal. Du bist doch Jenna 2.0, richtig? Die nicht schwanger ist.
Sprecht euch, dann darfst du aufhören. Und du bist der Sensenmann, der nicht am Tisch saß, oder bist du der andere Sensenmann? Nee, du bist der, der rumsteht und sich von Janae anlabern lässt. Dann darfst du jetzt ein Kind bekommen mit Jenna, wie es ja ursprünglich der Fall war. Denn, naja, auch wenn meiner die Wege kennt, die anderen, also der Reaper kennt sie, Reaper 2.0 natürlich auch. Ich meine, er ist ja tot. Also macht es Sinn, dass er die Wege kennt, aber ja, die anderen halt nicht. Also die Jennas wissen die Wege nicht. Die waren nicht mit dabei, sie waren am Schreiben und sich um ihren Dings kümmern, ihren Teil kümmern. Und ja, deswegen, ich weiß nicht mal, wie das geht. Waren das nochmal, dass sie ein Kind bekommen haben? Oder ist das, weil das die falsche Jenna ist? Aber weiß. Oder bist du der falsche Reaper? Es ist doch der andere Reaper gewesen? Ach, kann sein. Auf jeden Fall kann man dich mal rausschmeißen. Und weißt du was, Janae? Du darfst mal nach Hause gehen. Naja, Janae, du. Dich können wir leider nicht gebrauchen, deswegen. Naja. Genauso wenig wie ein Reaper. In 2.0. Raus mit dem. Du darfst dann mit Janna ein Kind bekommen, weil. Naja. Das war so. Es wird so sein, auch wenn natürlich wir trotzdem uns Weg Nummer 2 anschauen werden. Dass der Reaper ein Kind bekommen will, das steht außer Frage. Er kann Magier werden? Was soll das heißen, er kann Magier werden? Er ist ja tot! Er ist ja tot! Aber gut, vielleicht ist das auch der Weg Nummer 2. Wer weiß. So, ihr dürft ein Kind bekommen, du darfst weiter schreiben. Und Jenna 1.0 darf Patches Kind austragen. So, du darfst das Baby natürlich im Krankenhaus bekommen. Und rieseln lassen, nee. Ja. Ja, Baby im Krankenhaus bekommen. Ah, Leine, das ist schick. Also. Du. Aber was? Was? Was passiert hier? Okay. Aber was? Aber sie. Sie doch auch! Oder sie steht vom Platzen. Holy smoke! Okay, ja, dann, so geht die No Money Change weiter. Weil wir sehen uns das gute Ende noch an und der Computer schreibt von alleine? Okay. Ja. Nee, nicht Nils, Patchy Junior oder so. Patchy Junior. Patchen. Patchen, what the. Ah, das wäre so vom Paluten, ne? Patchen. Akiyama, wenn das ein Mädchen wäre. Ah, gut, Palle ist hier nicht dabei. Das ist meine Money Challenge. So. Und ich kenne Palle ja auch nicht, deswegen. Also nicht persönlich natürlich. Irmgard, Weeper, nee. Weepchen. Nee, keine Ahnung. Ja, what a flash. Irmgard. Irmgard. Aber irgendwie hat Irmgard was. Elisa, Weeper. Nur Weeper? Was? Nur Weeper. What the hell? Wieso nur Weeper? Leonie. Ich weiß nicht. Nur ist, wie kann man die nennen? Weeper. Jenna Junior Weeper? Jenna Junior Weeper. Jenna Weeper. I guess. I don't know. Mir fällt nichts Besseres ein. Ja. Nichts Sinnvolles, also, ja. Gut. Und es wird Zeit, dass. Oh, Janae ist noch hier. Genauso wie die Pflanze. Und wie unser Inventar, was ja auch mal leer werden können. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen noch. Ja, das brauchen bis zum guten Ende. Ja, Diabolo ist weg. Und dann hat meiner auch gesagt: Ja, ich will keine neue Pflanze. Weil diese Pflanze, die hat ihm so viel Freude gebracht und jetzt ist sie einfach weg. Dann schafft er sich keine neue an. Uni-Arbeiten. Warum haben wir Uni-Arbeiten? Ach so, von den Leuten, die wir getötet haben wahrscheinlich. Caleb haben wir auch getötet. Stimmt ja, der ging extrem auf die Nerven, der Typ. Stellen wir es in den Garten. So, hier die Scheiße weg. Ich hoffe, wir haben noch Magiesteine, die wir brauchen.
Na gut, wenn nicht, werden wir welche bekommen, weil Reaper wird zum Magier. Wobei die Äpfel, kann ich die nicht einfach ins Inventar schieben oder so? Nein? Ach, das ist so langweilig. Wobei, wir können damit ja eh nichts mehr anstellen. Weil die Tränke funktionieren ja nicht mehr. Warum auch immer es da Probleme gibt, die herzustellen. Und wir haben ja die Challenge gehabt, 1 Million. Meinem wäre es natürlich lieb, die ganz alleine zu erreichen, aber er hat sich entschieden. Und naja, es ist die richtige Entscheidung, die er jetzt getroffen hat. War es die richtige Entscheidung, der andere Weg? Vermutlich nicht. Wir werden es wissen. Erstmal gehen wir den ganzen Scheiß hier vorher. Aber andererseits, wisst ihr was? Lassen wir so. Weil ich zu faul dafür bin. Und naja. Was bringt, tut uns auch nichts. Und ja. Ja, die Krawallhütte passt ganz gut vom Namen her. Ich weiß gar nicht, ob. Ist wahrscheinlich vom Spiel, ne? Krawallhütte. Ah, passt ganz gut. Man denkt, was immer los ist bei mir. Ja, ich bin ja eine Mischung. Rational denkend, aber auch ein Hitzkopf. Also, so bin ich. Das Geheimnis ist gelüftet, falls es denn eins war. Und ja, wir haben vergessen, die umzustellen. Ich wusste doch, irgendwas Wichtiges habe ich vergessen. Ja, weil wir ja wissen, wie meiner drüber denkt, tun wir die einfach in den Pflanzenraum. Die dürfen hier rein. Weil meiner erstens zu faul ist, einen neuen Raum zu bauen. Weil er denkt halt an seinen Weg. Und das sind nicht seine Kinder, deswegen hat er gesagt, jo, die stellen wir einfach in die Abstellkammer. Und naja, jeder war irgendwie mit einverstanden oder so. I don't know. Vielleicht war es auch der. So. Jetzt haben sie auch hier ein schönes Bild, was ihnen, wenn sie älter sind, garantiert keine Angst einjagen wird. Also, ja, passt alles, ne? Nicht Spaß, aber gut. Die Kinder müssen natürlich versorgt werden und wir brauchen wahrscheinlich keine zweite Jenna mehr. Deswegen werden wir vielleicht eine davon killen. Wobei, nee, wir haben ja gesehen, was passiert. Deswegen wird hier nichts gekillt, außer Patchy vielleicht. Nein, Spaß. Patchy wird hier auch nicht gekillt. Du darfst einmal mit Kind füttern und Reaper, du darfst auch mal Baby füttern. So, dann dürfen Jenners zurück Positives machen. Genau, fünf gute Bücher musste ich schreiben. Also, schreibt mal ein Buch, genauso wie die andere Jenner. Ah, shit, das mit der Traurigkeit, das ist kacke. Aber naja. Das machen wir auch nicht weg. Nein, hör auf. Böse. Böses Jenner. Ich weiß, du möchtest dein Baby direkt halten, aber nö. Ach so, Patchy und sie sind die noch. Sie sind nicht mehr verheiratet, ne? Patchy habe ich ja gekillt oder habe ich sie gekillt? Ach, keine Ahnung. Nee, Patchy gekillt. Patchy gekillt. Ah, das heißt, Patchy ist nicht mehr mit Jenna verheiratet. Oder? Ist er nicht. Juno. Bei der müssen wir auch mal gucken, was aus der wird. Falls sie überhaupt irgendwie älter wird. Müssen wir gucken. Ja, müssen wir auch das Patchy und Jenna noch mal heiraten. Es gehört ja dazu. Aber gut, erstmal ist das der erste Part, wo wir wieder da sind. Jenna, ey, hör doch auf, den Leuten auf die Nerven zu gehen. Sascha, wie dir es auf die Nerven geht mit Jenna. Und ich sag mal so, Jenna ist eine tolle Frau, aber mein Schatz, der macht sich Sorgen über das große Ganze. Deswegen, ja, wird das mal enden. Weil er hat andere Sorgen im Kopf als Jenna. Und Patchy hat einen Einstellungsraum erreicht. Genau wie Grimey. Kann es zwar ein bisschen nach Verhalten ermutigen, Kinder beeinflussen, aufzuräumen, kann es schlecht Verhalten tarnen, indem ein Kind bitte eine Aktion nicht durchzuführen oder ein Kind anschreit, was aufhören soll. Ach so, wir müssen noch über die Auswirkungen reden, was jetzt passiert, dass die Normani-Challenge doch im Leben ist. Ja, sagen wir es mal so, es geht ganz normal weiter. Also die 100 Baby-Challenge ist aktiv, genauso wie das Together-LP. Und ja, viele Parts wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Also ich weiß nicht, wie viele Parts hier noch dranhängen extra, aber vielleicht machen wir doch die 200 voll. Mal schauen. Auf jeden Fall geht es erstmal weiter. Wie viele Parts hier noch geben wird, gute Frage, weil wir machen es diesmal ein bisschen langsamer und geben der Challenge das Ende, was sie vielleicht verdient hat, hoffentlich verdient hat. Und ja, also geplant ist halt die erneute Hochzeit von Jenna und Patchy. Und halt auch, dass meiner diesmal das gute Ende erlebt, genauso wie wir alle. Und wenn man es denn so nennen kann, Jenna kann es Fantasy schreiben, kann es bei anderen Sims vom Jambus schwärmen. Ja, sehr schön. Das ist super hier. Das ist super. Super, super, duper, duper. Oder so. I don't know.
Aber also ich weiß es, wir können mal einen Belohnungszoo bei meinem Schaf vorbeischauen, weil wir haben da 6.905 Punkte. Hat er sich eigentlich, was hat er sich eigentlich gegönnt? Gar nichts, ne? Ach stimmt, die Cheats und so habe ich ja nur gezeigt in der Vergangenheit. Ja. So. Gut. Gut. Und die Hardside-Change wird natürlich auch irgendwann erfolgen. Aber erstmal konzentrieren wir uns halt auf das, was läuft. Und ja, das Ende hier wird kommen. Das Ende ist nah, aber wie gesagt, das gute Ende, da lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Ich habe gesehen, was passiert, wenn ich es geklatscht hatte. Und ich dachte, yo, kann ich nicht so lassen. So. Das wäre respektlos gegenüber der Challenge. Und auch dem Ding, die wir, positiven Dingen, die wir erlebt haben in der No Money Challenge. Patchy kann die Kinder jetzt beeinflussen, ihre Hausaufgaben zu machen und ihnen streng untersagen, schlechtes Verhalten an den Tag zu legen. Kann zudem in Schulsituationen eine weitere Option werden. Das ist super. So, jetzt haben wir auch einen Platz mehr. Das heißt eigentlich, wir können Juna Reaper mal zurückholen, weil die war ja adoptiert und dann wird sie rausgeschmissen. Ja. Was nicht gut ist, weil wir sind hier nicht wie andere Leute, die einfach Leute rausschmeißen. Deswegen müssen wir Juna Reaper mal zurückholen. Und ja. Macau. Also super. Aber gut, meiner könnte sich ja auch, wenn er sich gesagt hat, yo, ich werde den Weg nicht gehen, trotzdem noch dagegen wehren. Ah, shit, die schläft. Ach, Reaper, du kannst doch nicht einfach deine Tochter aufwecken, nur weil du tot bist. Jetzt geh mal Schach spielen hier. Geh mal Schach spielen. Du bist beschäftigt, dann kannst du mitspielen, wenn du fertig bist. Wobei, nee, ihr seid ja die beiden, die sich um die Kinder kümmern. Dann hängst du vielleicht hier einfach ein bisschen rum und so und. Achso, ich hatte die Bedürfnisse bei den Leuten weggemacht, dass ich das machen kann mit der Intro und so. Nur, dass jeder Bescheid weiß. Also, ich bin hier rein, in Testing-Cheats tue und hab dann hier Bedürfnis-Cheat glücklich machen gemacht. Bei jedem halt. Dass die mir. Weil Jenna war halt am Duschen und so und ich wusste nicht, ob die anderen dann auch weg sind vom Brett und das brauchte ich ja. Für die Intro genauso wie das meiner am Spiegel steht. Um meinen muss ich mir da keine Sorgen machen, ist ja ein Vampir, aber um die anderen halt, um Sensenmann. Wobei im Sensenmann ja auch nicht, aber um Reaper halt. Um Patchy halt. Super. Ja. Wir sind also zurück, wir sind back am Business und ja, das war der erste Part zurück. Ja, hat sehr Spaß gemacht. Auch vor allem habe ich es niemandem erzählt, auch nicht in meinem privaten Umfeld, in meinem privaten kleinen Umfeld. Deswegen, um es nochmal ein bisschen überraschender zu halten, dass es doch weitergeht, zumindest ein klein wenig. Ne? Und ja, Grimey, du darfst natürlich dich wieder um deinen Kitty kümmern, da die Windel wechseln und ja, dann. Sind wir erstmal durch. Wir sehen uns beim nächsten Part vielleicht wieder. Ciao, Leute.